So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio mit mir, dem Lufo. Und ja, ne, ich habe mich in der letzten Folge ja dazu entschlossen, dass ich hier das Ding doch ausbaue. Einfach nur auf Nummer sicher, weil ich bin doch der festen Überzeugung, dass diese, dass diese grünen Circuits hier ja irgendwie so ein bisschen so eine Art Lifeline sind, die wir hier haben. Ne, wir sollten. Ist das hier? Doch, das ist richtig, ne? Ja. Wir sollten hier auf jeden Fall immer genug Kram am Start haben. Deswegen werde ich gerade mal hier das doch ausbauen jetzt. Egal ob ich es möchte oder nicht. Ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist. So. Deswegen machen wir das jetzt gerade mal. Die Frage ist, ob ich damit wegkomme. Nee, nicht wirklich, ne? So, okay. Gut, dann hier nach unten und hier nach oben. Okay, das heißt einmal die Kollegen dahin. Dann sollte ich ja hier eigentlich das auch nach vorne verschieben können, ne? So, das sollte trotzdem noch gehen. Ja, sehr gut, okay. Und dann hier einmal dahin, einmal dahin, einmal dahin. Und das ist jetzt natürlich belastend, weil das geht jetzt nicht mehr, aber okay. Die Seite funktioniert zumindest schon mal und jetzt fehlt mir nur noch hier, huch, jetzt fehlt mir nur noch hier ein bisschen Zeug für die Seite. Nein, so. Damit sollte das jetzt komplett laufen einmal und wir werden sehen. Ja, sieht schon gut aus, ne, so theoretisch. Ich würde gerade hier sogar mal einmal das Ding hier mit roten Dingern ersetzen, dass wir hier die Teile schneller rausbekommen, sodass sie schneller hingelegt werden können. Ja, doch, ne? Langsam geht's hier wieder hier hinten. Gut. Das hier ist noch lange nicht optimal, leider. Aber was will man machen? Ich meine, wir haben genug blaue Wissenschaft, dass das hier erstmal läuft für eine Weile. Von daher bin ich da erstmal nicht wirklich besorgt drum. Und wenn sich das hier bis hier oben angestaut hat, dann fangen auch die roten Teile an, nicht mal hier reingesammelt zu werden. Und dann sollte das erstmal laufen für eine Weile, ne? Boop, boop, boop. Rocket Fuel erforscht. Was brauchen wir denn, um auf Nuklearkram zu kommen? Concrete, okay. Wir erforschen Concrete. Und ich habe tatsächlich immer noch nicht hier mit dem Öl weitergemacht, ne? Ich habe ja jetzt hier die Öldinger erforscht und ich habe trotzdem komplett drauf gekackt. Auf jeden Fall interessante Taktik von mir, würde ich sagen. Naja. Aber jetzt kann ich hier doch irgendwie das Advanced Oil Splitting machen, ne? So, und dann kommt... Dann kommt hier immer noch das raus, aber dafür kommt auch dabei, kommt aber hier weniger raus, oder? Hier kommen dann 55 Petroleum und hier kommen 45. Oh, okay. Da kommt also doch mehr, okay. Das heißt, ich müsste dann echt ein bisschen mehr mit Tanks arbeiten, weil ich habe noch nicht wirklich irgendwas, wofür ich... schweres Öl und leichtes Öl benutzen würde. Ich würde wahrscheinlich das schwere Öl in leichtes Öl splitten. Das kann man ja auch machen in diesen Dingern hier. Und dann kann man das leichte Öl in alles Mögliche umbearbeiten. Ich glaube, das kann man sogar theoretisch in Petroleum umbearbeiten, ne? Umbearbeiten? Umwandeln, besser gesagt. Ich hier gerade mal gucke. Ja. Man kann schweres Öl in leichtes Öl und leichtes Öl in Petroleum. Okay. Und Lubricant braucht man, glaube ich, für die Elektromotoren, die man für die Roboter braucht. Ja. Dafür braucht man einen Roboframe und der Roboframe braucht zwei Batterien, einen Elektromotor und drei grüne Circuits.
Der braucht keine roten Circuits, okay. Aber die Roboter brauchen dann wahrscheinlich welche, ne? Logistikroboter brauchen rote Circuits, okay. Das ist aber erstmal soweit in Ordnung, würde ich sagen. Okay, das hier ist nicht so geil. Ach scheiße, das ist ja... Ups. So. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich das hier... Ach, das muss andersrum, ne? So. Ob ich das hier nochmal mache. Dann läuft hier die Produktion zumindest die ganze Zeit und die können immer gleichmäßig drauflegen, weil das jetzt hinter dem letzten Arm ist. Oh, und das Kupfer gibt den Geist auf. Okay, nicht so geil. Nicht so geil. Schmelzer laufen zumindest noch. Wobei, dann sollte ich hier vielleicht sogar... sogar von den oberen mal was nehmen stattdessen. Sodass wir hier komplett die unteren entlastet haben. Ist echt ein bisschen ungeil. Okay, wir gehen auf Nuklear sofort. Uran. Das ist halt jedes Mal von unten genommen hier, ne? Deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen kacke. Ich glaube, ich werde einen Teil der Öfen mit besseren Öfen ersetzen. So. Ach, komm schon. Mach hin, Mama. Okay, ich muss ein paar Circuits besorgen. Das ist echt hier mein Inventar am Überlaufen. Ich muss langsam echt das Logistik-Network in Gang bringen. Wenn hier nämlich der Kupfer am Choken ist, dann choken jetzt auch hier gleich die ganzen Circuits. Und das brauche ich jetzt gar nicht im Moment. Das brauche ich jetzt wirklich gar nicht. Okay. Boah. Okay. Ich glaube, ich muss die ganze Kupferschmelze ersetzen.
bis wir hier mit elektrischen Öfen komplett anfangen können. Also sonst war es das hier, glaube ich. Ich muss genug Kupfer hier durchpumpen. Und ich meine, ein volles Teil hiervon kann zwei volle davon besetzen. Von daher, das ist noch lange nicht genug, was ich jetzt hier alles gemacht habe. Wir brauchen viel, viel mehr Zeug. Das könnte echt problematisch werden hier. Okay. Das ist ja auf jeden Fall erstmal die Versorgungslinien hier noch ersetzen. Mit roten Bändern. Okay. So. Theoretisch muss ich die Kohle noch nicht, ne? Die Kohle reicht eigentlich so, wie sie jetzt gerade ist. Aber hier kommt nicht mal für ein gelbes Band genug Kupfer durch, theoretisch. Deswegen... ich muss komplett alles ersetzen einmal hier gerade. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt noch Platz habe für mehr Minen. Laufen die auf Hochtouren? Ah, der Strom gibt langsam auf, aber es ist zumindest noch auf Vollgas im Moment. Die oberen sind halt komplett leer schon. Ja, okay, wir müssen mehr Strom machen wieder. Story of my life, Alter. Okay. Die Kohle ist zu wenig. Okay. Das habe ich gar nicht bedacht, dass die Kohle vielleicht langsam aufgibt. Okay, 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 okay. Das würde natürlich hier komplett alles kaputt machen, wenn die Kohle jetzt hier den Geist aufgibt. Komm schon. Komm schon. Oh. Oh. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Okay, Alter. Da habe ich gerade kurz ein bisschen einen Kackstift geschoben, ne? Also, das war jetzt nicht so geil, wenn du mich fragst. Oh, okay. Nuclear Power. Okay, okay. Boah, da erinnere ich mich ja auch gar nicht mehr ran. Da muss man irgendwie hier die verschiedenen Uran-Sorten aufsplitten und so weiter, ne? Okay, Kupfer kommt wieder einigermaßen durch zumindest, aber es kommt immer noch nicht genug Kupferohr rein hier vorne. Und wir haben nicht wirklich Kupfer in der Nähe, ne? Nee. Okay, belastend. Belastend. Belastende Gesamtsituation, würde ich mal sagen. Das heißt, Kupfer sollte sogar wahrscheinlich die Priorität sein im Endeffekt jetzt, ne? Das heißt, ich brauche... Oh, fuck, Alter.
Das heißt, ich brauche auch Minen, die Steine einfach so herstellen. Wieso ist hier Kohle drauf? Weil der hier Kohle mit einzieht. Okay. Wobei das gar nicht so schlecht wäre, theoretisch. Aber okay, es ist auch nicht wirklich gut. So. So. Leg Steine da rein. Kann ich hier mehr als drei machen? Huch, jetzt habe ich voll die Szene gewechselt. Lol, fail. Sorry. Okay, mehr als drei geht nicht, aber egal. Wir haben ja dann erstmal genug Steine für eine Weile, glaube ich. Sorry dafür gerade. Ich habe vergessen, dass ich meine Zähne auf der Nummer 7 wechsle. Natürlich ein bisschen doof. Okay, habe ich hier irgendwo die Dinger für die Gleise und so weiter gespeichert? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Ich habe keine Gleise geplant. Okay. Das ist jetzt halt doof, aber ich muss hier irgendwie mit einem Zug hier hinkommen. Weil mit einem Förderband ist halt echt ein bisschen weit, glaube ich. Hä? Okay, warte, ich hole kurz das Auto und guck mal, ob ich mit einem Förderband dahin kommen würde, theoretisch. Wie weit das weg ist. Weil ohne Kupfer bin ich echt ein bisschen aufgeschmissen, so. Wobei mittlerweile ist es ja an einem Punkt angekommen, wo hier die Teile wieder voll sind, zumindest. Okay. Ich könnte die Stromversorgung von der Ölraffinerie hier rüberschieben. Das würde gehen, theoretisch. Das würde gehen. So. So, Freunde, ne, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Patreons, die mich jeden Monat unterstützen.